ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zur Zirkelwoche, heute mit einem Figurzirkel. Wir haben hier heute 6 Stationen. Jede Station dauert eine Minute lang. Bei manchen Stationen werden wir rechts und links nacheinander jeweils eine Minute lang machen. Und dazwischen haben wir immer 15 Sekunden Pause. Du machst immer so mit, wie du dich wohlfühlst. Pausen sind natürlich erlaubt, auch während der Stationen, also Rücken auslockern zwischendurch. Ich würde sagen, wir starten sofort mit einem kleinen Warm-up. Die Stationen erkläre ich dann immer zwischendurch, während wir dann so eine kleine Pause einlegen. Richte dich auf, heb dein Brustbein, ich mache uns Musik an und dann geht's los. Atme erstmal ganz tief ein, nimm beide Arme nach oben und nochmal aus. Tief ein und aus. Ganz tief durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Ein und noch einmal tief ein. Jetzt bleibst du hier, ziehst dich lang, rechts und links. Von der Fußspitze auf die Ferse abrollen. Handflächen, Handrücken nach oben nehmen. Ganz lang strecken. Und auch deine Beine ein bisschen weiter aufmachen. Lass deine Arme locker, schüttel aus. Ganz locker. Und noch abrollen. Leise Oberkörper etwas mitdrehen. Immer noch. So wärmen wir unsere Hüftgelenke, Fußgelenke auf. 4-mal noch. Natürlich die Wirbelsäule. Und das Ganze etwas schneller hinher. Hin. Arme nimmst du gleich mit. Atmen. Füße enger, abrollen. Von der Fußspitze auf die Ferse. Du kannst auch nur die Fersen erstmal heben, muss gar nicht so hoch sein. Lass die Arme hängen und die Schultern kreisen. Schultergürtel, Schultergelenke. Nochmal. Etwas größer. Ellbogen. Noch 4. Jetzt nochmal die Schultern. 4 Stück. Ellbogen. Hoch. Schultern. Ellbogen. Schultern. Ellbogen. Ganz locker, ohne Arme. Noch 4 Stück. Doppelt rechts, 2-mal. 2-mal links. Genau, ruhig. Ein bisschen größer werden, wenn du möchtest. Mal schneller hinher. Geh am Platz. So, und jetzt die Arme, als wolltest du walken, ganz bewusst mitnehmen. Rechts, links, neben deinem Körper vorbeiziehen. Okay, ich würde sagen, wir starten. Erste Station ist ein Twist, das heißt, du kannst nur die Fersen drehen oder du federst tatsächlich so ein bisschen ab.
Also erste Station nochmal Herz-Kreislauf, aber auch Körpermitte. Ich mache einen Piep an und dann starten wir auch sofort. Okay, also es reicht nur Fersen heben oder du twistest höher. Auch mal die Beine auf, die Beine zu. Eine Minute lang. Immer mal wieder variieren. Mal kleiner, mal größer, nur noch 20 Sekunden. Beweg die Wirbelsäule mit. 10 Sekunden. Nächstes Beinkraft dran und locker. 15 Sekunden Pause. Nächste Übung. Grätsche, komm mit. Knie nach außen. Aufrichten. Ich zeige sie seitlich, tief und hoch. Wichtig, gerade Rücken. Beim Hochkommen Gesäß anspannen. Knie nach außen. Mach weiter. Genau. Dein Gesäß ist dein Aufzug und die Oberschenkel dürfen in die Waagrechte. Beinkraft. Halbe Minute noch. Nochmal. Jetzt wird es heiß in den Muskeln. 15 Sekunden. Zehn. Letzten. Pause. Geh weiter, nicht stehen bleiben. Locker aus. Nächste. Rückenlage. Bauchmuskulatur schütteln. Komm nach unten, Hände hinter den Kopf und du versuchst rechts, links wegzuschieben. Dreh deinen Oberkörper. Einfacher wäre, du holst dir rechts hoch, links hoch oder hier Bauch runter, Rücken runter. Immer noch. Brustbein Richtung Knie. Diagonal. Schrägen Bauchmuskeln. Entspurt. Viertelminute noch. Jetzt wird's. Okay, Seitstütz, kommt gleich rüber, Ellbogen unter der Schulter, Fersen einer Linie mit dem Rumpf, stütze hier ab, zieh dich raus und am Herd ziehen und jetzt gehst du hoch, versuchst dein Knie zu öffnen und tief. Dein Becken kommt hoch tief, du kannst auch hier vorne abstützen, Becken bleibt ganz senkrecht. Unterarm gefühlt zu dir ranziehen. Po-Muskel, Taille. Nochmal. Und atmen. Spürst auch bestimmt die untere Hälfte hier. Letzten. Endspurt. 15 Sekunden. Es wirkt. Entspurt. Oh, wechseln. Andere Seite. Komm rum.
Fersen eine Linie mit deinem Rumpf unterarm herziehen. Entweder stützt du dich ab oder du kommst hierher. Hoch, ab. Die Hand abstützen. Becken heben, senken. Nochmal. Du kannst dich wieder unterstützen, indem du dich hier ein bisschen abstützt. Letzten 25 Sekunden. Spür dein Gesäß. 14, 13. Die letzten Sekunden sind hart. Ist aber erst die erste Runde. Lösen. Nächster. Kniestand, also Vierfüßler auf den Ellbogen. Komm runter. Knie unter die Hüfte, Ellbogen unter die Schulter. Ein Bein hoch. Anderes Bein zum Po und jetzt gehst du mit dem Bein tief hoch. Rücken ist ganz ruhig. Wenn dir das zu viel ist, dann lass den Arm unten. Po-Muskeln, tiefen Rumpfmuskeln, die auch mitarbeiten. Merkt man, wie schnell man eigentlich was spürt, wenn man diese tiefe Bauchmuskulatur auch dazu nimmt, dann ist der Rücken nämlich stabil für einen noch knackigeren Po. Letzten 15 Sekunden. Ein Sport lösen. Kurz zurück, zweite Seite, nach vorne, anderes Bein, Becken parallel zum Boden, Hand an den Po, los geht's, tief und hoch, Bauch spannen, oder nimmst den Ellbogen nach unten. Dann ist ganz wichtig, dass der Rücken ganz gerade ist und ruhig bleiben kann. Die letzten 25 Sekunden. Durchhalten. Komm. Nochmal. Ist auch der Bauch dran. Lösen. Letzte Runde. Komm wieder hoch. Lass dir Zeit. Lass den Kreislauf mit. Locker aus. Grätsche. Arme Seite und jetzt ziehst du Bauch fest, einmal ein Knie ran, anderes Knie ran. Schau mal, dass der Ellbogen fast dein Knie berührt. Genau, immer im Wechsel. Kannst auch langsamer machen. Nur ein Vorschlag. Spür die Taille. Schultern sind tief, Arme gespannt. Letzten. Löse auf. Erste Runde wieder.
Wir sind wieder angelangt bei unserem Twist. Jetzt wissen wir, was kommt. Bereit? Eine Runde zum Lockern. Twisten. Mal breiter, mal schmäler. Wie es für dich okay ist. Genau. Du kannst deine Arme auch locker lassen. Mal rechts, links verschieben. Du kannst auch irgendwelche Bewegungen machen. Hauptsache, du bleibst in Bewegung. Unsere nächste Runde. Kennen wir schon. Okay, locker aus. Grätsche. Und jetzt gehen wir immer dreimal tief, einmal hoch. Bleib hier. Bereit? Tief. Und komm hoch. Und gern die Arme. Oberschenkel waagrecht. Po schiebt dich nach oben. Tief, komm wieder hoch, tief, komm wieder hoch. Nochmal. Po anspannen. Beine werden warm. Letzten 10 Sekunden. Und wichtig ist jetzt wirklich lockern, Puls nach unten. Komm langsam runter, lass dir Zeit. Bauchmuskeln ablegen, Beine ran. Und hin. Auch hier kannst du jetzt variieren. Schau mal. Zweimal. Zweimal das Bein nach unten wippen lassen. Brustbein Richtung Knie. Oder du machst so, ist für dich okay. Denk dir einen dicken Gürtel hier um deine Körpermitte, der deinen Rücken runterdrückt. Brustbein Richtung Oberschenkel. Nochmal. Noch weiter, wir haben nur noch 10 Sekunden. Lösen. Seitstütz. Unser geliebter Seitstütz. Raus aus der Schulter, Unterarm zu dir ranziehen. Füße, Hand darfst du jetzt nach oben nehmen, wenn du möchtest. Oder lass sie hier. Komm hoch, ab. Kannst sie unten lassen. Immer eine Minute. Raus aus der Schulter, Unterarm gefühlt herziehen. Sonst helft dir so ein bisschen mit. Wir haben 20 Sekunden noch. Zehn Sekunden. Und letztes Mal auslockern.
andere Seite. Ein Glück, dass wir nur zwei Seiten haben. Unterarm herziehen. Fersen sind hier. Arm nach oben oder aufstützen. Hoch, ab. Stützkraft, ganz wichtig auch. Sekunden. Vier. Lösen. Auslockern. Nächste Station. Ellbogen. Stütz. Komm rum. Und jetzt bleibst du dann mit einem Bein oben. Also komm nochmal hierher. Bein hoch. Und ganz kleine. Hand darf unten sein, wenn du möchtest. Wichtig ist wieder Rücken ruhig, ganz kleine Bewegung nach oben, nie mehr locker lassen. Ganz kraftvoll, hoch tief. 25 Sekunden noch. Immer noch. Letzten vier. Und lösen. Auslockern. Letzte Seite. Nach vorne. Andere Seite hoch. Hand zum Po und los geht's. Und wenn es nicht mehr geht, gönn dir eine Pause. Hol dich nochmal raus aus der Schulter. Lass dich nicht fallen. 25 Sekunden noch. Das lohnt sich. Versprochen. Die letzten Sekunden. Okay. Komm langsam nach oben. Lass dir Zeit. Locker aus. Und jetzt bleiben wir auf einer Seite hier und machen bei der Halbzeit wechseln. Das heißt, du kommst hoch, ab. Knie nach außen. Ellbogen und Knie kraftvoll zueinander. Richtig schön die Taille. Wechseln. Andere Seite. Nochmal. Schau mal, dass der Ellbogen Richtung Knie geht. Nach außen. Immer noch. Fünf Sekunden. Okay,
Letzte Chance, alles von vorne. Wir fangen an mit dem Twist. Bleib in Bewegung. Okay. Twisten. Du darfst auch die Arme wieder locker lassen. Und wenn du möchtest, kommst du zur Seite. Eins, zwei. Nochmal. Und wechseln. Kannst du machen, wie du willst. Gut. Letzten Male. Bleib hier. Gehen. Grätsche. Kleine Variation natürlich. Jetzt kommst du schon mal tiefer. Und jetzt bleibst du dann möglichst weit unten. Kommst dazu. Und hebst im Wechsel die Fersen. Hoch. Genau. Rechts, links. Tief bleiben. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Aufrechten Oberkörper. Nochmal. Schultern locker lassen. Halte durch die letzten 10 Sekunden. Toi, toi, toi. Und lösen. Locker aus. Puls nach unten. Eins weiter. Bauchmuskeln. Komm runter, Hände hinter den Kopf, Beine anheben, ran und ruhig wieder zweimal. Wippen, wippen. Wenn du möchtest, nimmst du die eine Hand an das Knie oder an den Oberschenkel. Und leicht drücken. Gib Druck. Letztes Mal die Übung. Gib Druck. 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 Letzten 8 Sekunden. Komm hoch. Puh. Seitstütz. Letztes Mal diese Seite. Fersen eine Linie. Rausziehen. Becken heben. Du kannst hierher gehen und jetzt lassen wir uns Zeit. Wir gehen hoch. Tief. Lass nicht ganz runter. Hoch. Mach langsam. Hoch. Tief. Hier steht ein Glas Wasser. Langsam ist gemein, oder? Nochmal. Denk daran, dich hier aus der Schulter rauszuholen. Zieh den Unterarm zu dir her. Nochmal. Die letzten Sekunden werden immer schwer. Bei mir auch. Und oh,
Letzte Seite. Komm rüber. Unterarm ran. Fersen, eine Linie. Hochkommen. Langsam. Hoch. Tief. Kann man alle Kräfte sammeln? Bloß nicht ganz ablegen mit dem Becken. Immer aus der Spannung. Nochmal. Gleich geschafft. 10 Sekunden noch. Letzten 5. Nochmal. Okay. Lockern. Was kommt? Genau. Ellbogen. Auf die Ellbogen. Ein Bein nach oben. Und jetzt bleibst du hier. Und versuchst das Bein zu strecken, zu beugen, wenn du möchtest. Natürlich gerne mit Hand am Po. Schau mal, dass dein Oberschenkel wirklich ganz ruhig bleibt. Nur der Unterschenkel streckt, beugt. Ganz kraftvoll. Nochmal. Oberschenkel, Rückseite. 20 Sekunden nur noch. Komm, komm, komm. Es darf brennen. Und lösen. Letzte Seite, auch diese Übung. Nach vorne. Bein heben. Fußspitze anziehen, wenn du willst. Den Arm nach hinten. Ist kraftvoll. Und es darf immer wackeln. Wackeln ist gut. Wackeln trainiert auch den ganzen Rumpf noch zusätzlich. Spannung im Bauch. Letzten 15 Sekunden. Atmen nicht vergessen. Und lösen. Lass dir Zeit, locker aus, unsere letzte Übung. Komm nach oben und wir machen wieder nur eine Seite jetzt. Also, komm hierher und vielleicht kannst du in der Luft bleiben, also nicht mehr unten tippen, sondern vielleicht bleibst du in der Luft, halbe Minute nur. Balance, Gleichgewicht. Tiefe Rumpfmuskulatur. So, wir haben noch 3 Sekunden, dann wechseln wir. Wechseln. Nach oben. Geht. 25 Sekunden. 24. 21. Versuch in der Luft zu bleiben. Dann entspannen wir. 10. 5 Sekunden. Und lösen.
Bleib in Bewegung jetzt. Ganz locker. Gehen, gehen. Fleißig. Ganzen Körper durchgekräftigt. Öffne deine Beine. Lass deine Hüfte ganz locker, vielleicht in so einer liegenden Acht, sich bewegen. Es gibt alle möglichen Zirkel noch, von Cardio über Rückenzirkel, über intensiven Zirkel, über Oberkörper, Mobility-Zirkel. Also, wenn du mehr sehen möchtest, geh ruhig auf meine Playlists auf meinem YouTube-Kanal. Mach mal langsam, langsam eine liegende Acht zeichnen. Nimm deine Arme mit. Langsam zur Mitte, lass nur die Arme, lass den Oberkörper mitgehen. Beide Ellbogen, rück, vor. Brustbein aufmachen, locker lassen, öffnen, locker. Atme ein, Arme hoch und aus, ein und aus. Atme ein, heb dein rechtes Bein, jetzt nimm deine Fußspitzen nach vorne. Versuch dein Bein zu kreuzen, den Po schiebst du nach hinten, sodass du dein Gesäß spürst. Du kannst dich auch festhalten irgendwo, wenn du möchtest. Vielleicht ein Stück tiefer. Löse, Fuß fassen, Knie zurück, Fuß in die Hand drücken und die Knie ungefähr auf einer Höhe. Aufrichten, Po anspannen, spür den Hüftbeuger. Halte. Das Bein nach hinten kreuzen und dich ganz weit auf die Seite ziehen. Taille spüren, richtig rüberfallen lassen. Wieder lösen, einatmen. Das andere Bein jetzt nach oben kreuzen. Po nach hinten schieben, Etage tiefer, ganz gerade lassen den Rücken, aufrichten, gut, Fuß fassen, Knie zusammen, drück den Fuß in die Hand, aufrichten, anspannen. Den ganzen Körper einmal durchgekräftigt. Lösen. Zurück. Kreuzen. Linke Hand hoch. Ganz weit nach rechts ziehen und mit jedem Ausatmen da ein Stück tiefer sinken. Lösen. Mit
wieder lösen. Sehr schön. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Ich hoffe, es geht dir gut. Atme aus. Zweimal noch tief ein. Und nochmal aus. Letztes Mal ein. Streck dich. Ganz lang. Öffne die Arme. Zieh deine Ellbogen zurück. Ganz stolz. Ganz aufrecht. Vielleicht so ein Stück höher noch deine Arme. Brustmuskulatur aufmachen. Tief einatmen. Und aus. Lösen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich über einen Kommentar unten, wie es dir jetzt so geht, wie es dir währenddessen gegangen hat. Und wenn du Lust hast, sei natürlich beim nächsten Zirkel wieder dabei. Du kannst auch auf meinen YouTube-Kanal mal reinschauen. Da habe ich ganz viele Videos und die alle geordnet in Playlists. Also auf Playlists gehen oder du findest sie einfach dem Datum auch nachgeordnet unter Videos. Ich freue mich, wenn du mich abonnierst. Wenn du abonnierst, bekommst du immer eine Nachricht, wenn du die graue Glocke drückst und wenn du auf alle klickst, wenn wieder ein neues Video da ist. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit wertzuschätzen. Na klar, freue ich mich. Der Link ist unter dem Video. Der heißt Steady, deine Unterstützung. Kannst du mich zum Beispiel mit 2,50 Euro, 5 oder 10 Euro unterstützen im Monat. Vielen Dank. Oder ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training.